heute mit dem Lebensthema Gesundheit und dem Untertitel Knapp am Tod vorbei. Ich habe heute die Lilo bei mir. Sie erzählt uns von ihrer Geschichte, was sie erlebt hat und warum sie knapp vom Tod, am Tod vorbei ist und was sie gemacht hat, damit sie überleben konnte. Lilo, herzlichen Dank, bist du hier? Hallo. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Sehr gern geschehen, ich freue mich sehr auf deine Geschichte. Ich habe dich ja eingeladen, weil ich davon ausgehe, dass viele Menschen von deiner Geschichte profitieren können. Fangen wir mal als erstes mal an. Warum bist du knapp am Tod vorbei? Das wäre eigentlich eine lange Geschichte, weil sie fängt sehr, sehr früh an. Aber so, ich kann erzählen, da, wo es wirklich ganz, ganz brenzlig wurde für mich. Das heißt, ich bin vor 4 Jahren fast gestorben, weil ich Parasiten hatte. Wusste ich aber nicht. Ich hatte Nervenzusammenbrüche vorher, das ganze Immunsystem ist runtergefallen. Und ich wusste nichts von den Parasiten. Also ich bin zum Arzt gegangen, weil es war so schlimm, dass wenn man so gemacht hat bei mir, dass ich gleich in Heulkrämpfe ausgeartet hat. Und der Arzt hat dann eine Blutuntersuchung machen lassen und hat nur einen leichten Vitamin-D-Mangel gefunden. Aber ich habe mich dann, mein inneres Bild war wie die Titanic kurz vor dem... Ja. Also ich habe schon viel gehört jetzt von Menschen, die eben müde sind oder sonst etwas haben und gesagt haben, sie wären beim Arzt gewesen und dann kommt oft ja Eisenmangel in der Maul, aber es ist sonst nichts festzustellen. Genau. Das mit der Müdigkeit war ganz klar bei mir. Also ich war so müde, dass ich eigentlich am liebsten mich schlafen gelegt hätte und nicht mehr aufgewacht wäre oder wollte aufwachen. Wie sagt man das? Ist es sowas wie ein Burnout? Absolut. Ah, ja, absolut. Also absolutes Burnout, genau. Okay. Der Arzt hat das aber so nicht deklariert. Er hat einfach das Blut angeschaut und hat gesagt, einen leichten Vitamin D-Mangel. Und was hat er dann verschrieben? Oder was war die? Ich glaube Vitamin D und sowas, was ich dann aber nicht genommen habe, weil es war für mich nicht die Lösung. Also du wusstest schon, dass das Vitamin D dir nicht gut tut oder dass es nicht hilft? Oder hast du es probiert? Ich wusste, dass es nicht reicht, weil das nicht das Thema war. Okay, es konnte, von meinem Gefühl her, konnte es nicht am Vitamin D-Mangel liegen. Mhm. Weil ich bin abends, wenn ich ins Bett ging oder morgen aufgewacht bin, war ich noch schlechter Zwerg. Wenn ich ins Bett ging. Und wenn ich aufgewacht bin, hat der ganze Kopf so wusch, wusch, wusch gemacht. Also ganz extrem. Ja. Du hast gesagt, es hätte vor Jahren, aber es hat eine Geschichte dazu. Also diese Parasiten genau. Hätten dich, wenn du nicht reagiert hättest mit dem, was du uns noch erzählst, hätten dich glatt gelegt. So ist es. Also. Und sie sich selber dann auch schlussendlich. Und sie sich dann auch. Genau. Hat es dann mit deiner familiären Situation genau, zu tun? Genau, also ich hab spät Kinder bekommen. Ich wollte sehr früh Kinder, habe aber keine bekommen. Das heißt spät? So spät, ich war 36, wie ich das erste Kind bekommen habe und 4 Jahre später. Und muss ich vorausschicken, das erstgeborene Kind war wirklich hyperaktiv. Habe ich dann später auch herausgefunden, an was das liegt. 4 Jahre später habe ich dann Zwillinge bekommen und es war einfach zu viel. Ja. Hyperaktiv, möchtest du das erst nachher sagen, um was das liegt? Weil das ist sicherlich etwas, was die Menschen interessiert. Ja, genau. Habe ich das dann herausgefunden, an was das liegt. Genau. Und der Rat, das erzählst du uns doch nicht, oder was? Doch, kann ich machen. Der Junge war, glaube ich, 9. Jugend, weiß nicht was, die haben den getestet. Einmal in der Woche hatten die den eine Stunde lang und dann haben sie gespielt mit Sand und so. Und nach einem Jahr hat die Frau zu mir gesagt, ja, man weiß nie, wo er steht. Er kann 5 Jahre alt sein oder 15, also mit 9, weißt du, von der Intelligenz her. Und was ich ihnen verschreiben kann für das Kind ist
Ritalin, genau. Ja, und ich habe dann zu der Frau gesagt, echt, nach einem Jahr ist das alles, was Sie rausbekommen haben und jetzt soll ich mein Kind vollstopfen mit Ritalin? Ich habe dann zu ihr gesagt, lieber fresse ich selber, damit ich das Kind ertrage. Ja, als dass ich meinem Kind jetzt den Deckel drauf drücke, weil irgendwas ist mit dem Kind. Ja, ja. Und auch da wieder, weißt du, Symptombekämpfung. Mhm. Heute weiß man ja, dass Ritalin das Schlimmste, etwas vom Schlimmsten ist. Also eine unglaubliche Droge, also noch schlimmer wie heißt das weiße Zeug und das weiße Pulver? Ich bin da nicht so. Gokis, Bees oder was? Ja. Kokain. Ja, genau. Okay. Mhm. Ja. Ja. Und ich bin total dankbar, dass ich das nicht gemacht habe mit meinem Kind. Aber hast du nicht irgendwas gesagt, man weiß oder woher? Später habe ich dann herausgefunden, dass es daran liegt, das hat der Dr. Klinghardt gesagt. Er hat gesagt, Kinder mit PCOS-ADS, die sind während der Schwangerschaft, hat die Frau, also die Mutter, hat Amalgam drin und die sind dann eigentlich vergiftet mit Schwermetallen. Okay, das heißt, du hast selbst... Und ich hatte das ganze Gesicht voller Amalgam, also der ganze Mund, weil bei uns, wir wussten damals noch nicht, also meine Eltern wussten damals noch nicht, dass Zucker und das ganze Zeug so schlecht ist für die Zähne. Und wir haben dann, nachdem wir ins Bett nach den Zähnen putzen, ins Bett gegangen sind, da haben wir als Goodie quasi, haben wir noch ein Stückchen Schokolade, weil wir so brav waren und die Zähne geputzt haben. Ja. Ein Stück Schokolade. Also dann ist das jetzt die Geschichte von deinem ersten Kind, warum es das ADHS hat. Das habe ich zusammen mit PCOS ADHS wegen den Vergiftungen, Schwermetallvergiftungen, die das Kind übernimmt von der Mutter. Das ist ein Nervengift und das war echt bei ihm so. Ja. Und man müsste im Prinzip die Kinder eigentlich von dem Schwermetall befreien. Also ja, das ganze Schwermetall nicht nur die Kinder. Ich selbst hatte auch Amalgamfüllung und die habe ich auch rausgenommen. Ich hatte noch nicht so viele, aber die sind jetzt auch alle raus. Genau. Aber gehen wir zurück zu deiner Geschichte. Warum bist du knapp vor dem Tod? Also ja, die Parasiten. Genau, und ich habe dann eben, nachdem der Arzt mir gesagt hat, leichten Vitamin D mal, habe ich per Zufall, wie das so schön ist, habe ich etwas gehört von der Dunkelfeldmikroskopie, weil ich arbeite noch mit erwachsenen, behinderten Menschen und die Frau, die ich betreut habe, die ist immer eingeschlafen während dem Arbeiten. Das ist ja auch so eine Krankheit, die es gibt, eine Chronikfatigue. Genau, sowas. Und wir haben dann ein Jahr lang haben wir ausprobiert, dass sie zum Beispiel weniger arbeitet, morgens länger im Bett bleibt und so weiter. Und es hat nichts geholfen. Und nach einem Jahr sind wir wieder zusammengekommen. Und die Frau, die sie bei der Arbeit betreut hat, sie hat dann gesagt, ach weißt du, mach dir nicht so Gedanken, weil sie war irgendwo in den Tropen und wo ich da zurückkam, hatte ich das auch. Ich bin auch immer wieder eingeschlafen. Mhm. Und dann ging ich zu einer Dunkelfeldmikroskopie. Und dann haben die herausgefunden, dass ich drei Parasiten habe. Und dann habe ich solche Ohren bekommen, habe mich gleich angemeldet bei einer Naturheilärztin. Moment mal, was schon? Dunkelfeldmikroskopie, das ist eine Blutuntersuchung, die Zwischenräume des Blutes auch genau, noch misst und nicht roten und weißen Blutkörperchen. Okay. Und dort dazwischen, weil wenn du das normale Mikroskop nimmst, siehst du einfach die roten und die weißen Blutkörperchen und du kannst ungefähr abmessen, ob es genug hat von jedem. Ja. Und wenn du aber das Dunkelfeldmikroskop nimmst, das Licht ist irgendwie anders gebrochen. Und dann siehst du dazwischen, siehst du, was da abgeht. Also dahinter siehst du viel mehr. Und da kommt mir eben den Bruno Württemberger seinen tollen Satz in den Sinn, da wo alle hinschauen, ist selten was los. Und die Ärzte schauen ja wirklich einfach nur das Blut so an, ob sie genug rote und weiße Blutkörperchen haben. Und mit der Dunkelfeldmikroskopie erkennt man noch Parasiten und Pilze und Viren oder... Ja,
habe ich glaube gehört, Viren auch. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber es reicht schon, wenn man die Parasiten und Pilze. Du hattest Pilze und Parasiten und die ermüden das Immunsystem oder die machen dich müde oder fressen dich so auf? Also ich hab zum Beispiel immer auf den Bronchien, wenn ich jetzt krank wurde, bevor ich das gesehen habe, hatte ich immer Probleme mit den Bronchien. Ich habe dann so ein erhaltes Hausmittel genommen, heiße Kartoffeln drauflegen, also in einem Tuch und dann drauf und dann wurde es auch besser. Aber jedes Mal, wenn nur ein bisschen kühler wurde, hatte ich es wieder auf den Bronchien. Ja. Und ich habe das nie in Zusammenhang gebracht mit Parasiten. Ich glaube, das kommt man auch nicht drauf, man weiß ja gar nichts davon, dass wir viele Krankheiten, also heute weiß ich, dass viele Krankheiten eigentlich mit Parasiten zusammenhängen, aber das darf man ja nicht zu laut sagen. Wieso nicht? Ja, Man soll die Menschen nicht aufklären. Ja. Wenn die Menschen anfangen, sich selber zu heilen. Und was gibt es gegen Parasiten? Was hast du gemacht? Die Frau, wie das Dunkelfeld diese Sache abläuft, ich musste nur einen Tropfen Blut geben. Und dann hat sie das so auf ein Glasplättchen gelegt, ein Glasplättchen drauf, noch ein bestimmtes Öl drauf und dann unter das Mikroskop. Und das Mikroskop war verbunden mit einem Laptop. Ja. Und ich konnte mein Blut sehen und dazwischen die Parasiten, die sich durchgeschlängelt haben. Also wirklich die Schlängelchen, gell? Und wie sehen die aus wie Würmchen? Ein Teil sieht aus in so ovale kleine Dinger, die sich so bewegen. Andere, die schlängeln richtig durch. Dann gibt es so Pünktchen, die sich bewegen. Also es gibt verschiedene. Ja. Und sie hat dann herausgefunden, dass ich 5 Parasiten hatte und 3 Pilze. Was heißt 5 Parasitenarten? Arten. Genau, und 3 Pilzarten. Also Candida ist ganz, ganz oft dabei auch. Ja, habe ich schon gehört. Auch Menschen, die atmen, und weißt du, die Mundgeruch, genau, hängt oft mit Candida-Pilzen zusammen. Okay, nicht nur alle Menschen mit Mundgeruch, vielleicht mal eine Dunkelfeldmikroskopie machen. Genau. Und es kommt ja auch von der Übersäuerung. Ne? Absolut, ja. Das heißt, Parasiten fühlen sich wohl in einem sauren Milieu. Auf jeden Fall, genau. Da können sie sich richtig schön vermehren. Und übersäuern heißt ja nicht nur die Ernährung übersäuert den Körper, sondern auch mein Denken, das ich damals hatte. Mhm. Also ich war unglücklich im Leben. Ich hatte zwar Kinder, die ich wollte, aber ich war trotzdem unglücklich. Die Beziehung lief nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und ich war eigentlich sauer auf das Ganze. Auf dein ganzes Leben? Oder weil du nicht diesen Beruf hast? Es geht ja wieder darum, dass man seine Berufung nicht lebt. Genau. Und deshalb unzufrieden ist. Und genau. Also der Gedanke aufkommt, ja, aber das kann es ja jetzt nicht sein, oder? Obwohl du Kinder hast und, und ein Mann, vielleicht auch ein Haus. Ja, war so. Genau so klassisch. Ja, genau. Und was hast du? Aber ich wusste immer, weißt du, da drin fehlt was. Und heute ist mir klar, es geht nicht um den Mann, sondern du musst dich selber lieben. Die Liebe zu dir selber ist das absolut Wesentliche. Ja. Es gibt ja ein tolles Buch, es ist Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das habe ich auch gehört. Ich habe mich schon gefragt, ist das wirklich so? Ja, ich weiß heute, dass es wirklich so ist, weil niemand kann dir von außen, kann dich nicht glücklich machen. Ja, das schon. Das verstehe ich schon. Ich habe nur noch ein bisschen tiefer reingeschaut, ob ich jetzt wirklich, wenn ich dann so glücklich bin, dass da irgendeiner kommen kann, der gar nicht aussieht, der gar nicht ist. Ich sage dir, sie kommen. Wenn du glücklich bist mit dir selber, sie kommen wie Motten an das Licht. Echt. Da musst du nur noch sagen, halt, stopp, nicht so viel. Oder du kannst so wählen, den vielleicht oder den vielleicht. Ja. Das heißt, du hast deine Ernährung, also nicht dein Denken mal umstellen müssen, aber wie hast du es geschafft, überhaupt anders zu denken oder dass du darauf gekommen bist, dass du falsch denkst? Das ist ja das Schwierige. Also ich war dann in der Wegmann-Klinik 6 Wochen lang. Ich musste ja noch die Kur machen, gell? Also diese Parasitenkur, wo ich ganz viele
Tropfen und alles nur Naturprodukte natürlich. Tropfen waren da dabei, dann Kapseln und nochmals Kapseln. Und ich habe 3 Wochen lang, habe ich wirklich von morgens bis abends. Und dann noch basisch essen. Ja. Und dann konnte ich aber noch in die Klinik gehen, Nita-Wegmann-Klinik, 6 Wochen lang. Und da hat es 2 Möglichkeiten gegeben. Und zwar, das eine war Heilarmee. Mhm. Und das andere war Sprachgestaltung. Und ich habe dann bald gemerkt, dass Heilarmee nicht so mein Ding war. Mhm. Aber die Sprachgestaltung hat mir wirklich so den Spiegel gezeigt von mir selber. Da waren wir im Vorgespräch. Das ist ganz interessant für Menschen, die nicht Nein sagen können. Das ist ganz gut, wenn du hier dein Beispiel erzählst, ja, von dem Stopp und so. Genau. Also wie war das mit dem Stopp? Also das Nein sagen, es ist ja, warum sagt der Mensch nicht Nein? Weißt du, warum sagt er nicht Nein? Wenn der Mensch anfängt, Nein zu sagen, verändert sich das ganze Umfeld. Er muss ja auch zu sich selber stehen, dann Verantwortung übernehmen für sich selber und sagen, nein, so will ich es nicht. Oder nein, das geht so nicht für mich, oder? Weißt du? Mhm. Und das habe ich dann da gelernt. Also die Therapeutin hatte gesagt, sagen Sie mal Nein oder Stopp oder so. Und ich habe das so, nein. Und dann sagt sie, lacht sie mich aus, gell, und sagt, also wenn Sie mir jetzt Nein sagen oder Stopp, das glaubt können nein, Sie mich oder? Stoppen damit? Also, und ich so, das wurde dir bewusst, dass ganz das genau. Nein, das stoppt. Ja, einfach die Kraft von, nicht dahinter. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und dann habe ich das gelernt, wie das wirklich austönen soll, wenn es ein Nein ist. Und wo ich das erste Mal nicht kraftvoll Nein gehört habe, musste ich weinen. Weil ich mich gar nicht kannte, weißt du? Ein neues Bild, ein fremdes Bild von mir. Und das hat mich so gestärkt. Also ich hatte, mein Bauchraum war so stark, weißt du? Also ganz ein anderes Gefühl und ich habe mich so gut gefühlt. Ja. Und dann habe ich das nach 6 Wochen, habe ich so Übungen mit heimgenommen, die ich machen konnte, so virtuell in mir drin, also mit einem virtuellen Dart-Pfeil auf eine virtuelle Scheibe und dann, weißt du, oder so die Körperhaltung ganz anders. Ja. Umdenken. Es war ein Umdenken. Also das sind so Sachen, die man für sich auch ausprobieren kann, sich abschauen oder abhören jetzt, was sie sagt und sich das einmal vorstellen, wenn man Mühe hat, sich abzugrenzen, Nein zu sagen, oder was denken dann der anderen, üben, in Gedanken, virtuell sich vorstellen und das kann auch schon helfen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Es ist dann halt wirklich eine lebensverändernde Sache, die da passiert. Also ich musste ja auch wählen, was will ich, möchte ich so weitermachen? Was bringt es mir? Bringt es mir überhaupt was? Wohin führt es mich? Oder möchte ich mein Leben verändern? Und die Therapeutin hat auch gesagt, wenn sie nichts gegen die Parasiten machen, es ist entweder überleben sie oder die Parasiten, sie können selber wählen. Ja, aber die Parasiten überleben ja auch nicht, wenn du nicht überlebst. Das wissen die nicht. Das wissen die nicht. Ja, wenn du verbrannt wirst, dann sind sie auch sie weg. Ganz eng. Ja, genau. Aber das ist ja auch, weißt du, die Parasiten draußen, gell, die wissen das, die checken das ja auch nicht, dass sie nicht überleben. Ja, ja. Sie uns nicht mehr haben als Nahrungsmittel. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Also Umdenken und Ernährung hast du umgestellt. Absolut und jetzt, umgestellt. Das war eigentlich alles, das dir wieder. Also alles klingt jetzt vielleicht noch wenig, aber ich glaube, das Umdenken wird wahrscheinlich die schwierigere Arbeit sein wie die Ernährung, oder? Oder nicht? Ich denke, es hängt zusammen, das Ganze. Mhm. Also man muss Eigenverantwortung übernehmen für sich selber. Ja. Und das Ganze war jetzt vor 4 Jahren. Genau. Und du fühlst dich heute total anders. Siehst auch super aus, muss ich sagen. Ich weiß ihr Alter, ich sag's jetzt nicht, aber es sieht super aus. Ja, und das durch diese Krankheit eigentlich, dieses Burnout,
hast du dann deine Berufung gefunden? Genau, also das hat sich wirklich alles verändert. Was ich noch sagen möchte, wo ich angefangen habe, diese Dinge zu nehmen, diese Naturprodukte, habe ich als erstes, weil die Frau hat ja gesagt, sie werden es merken, die Parasiten werden sich wehren. Wenn sie wollen auch überleben. Die wollen natürlich überleben. Wie merkt man das? Und ich habe das gemerkt, so nach 2-3 Tagen haben meine Bronchien total geschmerzt. Ah, weil die sagen halt. Also mein inneres Bild war, die halten sich so und schreien, ich will nicht sterben. Weißt du, so. Und ich habe das richtig so gespürt, wie so Nadeln drin. Und die Bronchien waren ja auch die immer als erstes in Mitleidenschaft gezogen wurden. Also da, die Bronchien war wahrscheinlich das Organ, wo die am längsten drauf waren oder am meisten, denke ich mal. Ja. Ja. Und die anderen Sachen haben sich dann auch verändert, also es ging ja immer besser bergauf. Mit der ganzen Umstellung und das Lernen Nein zu sagen, hat sich auch eigentlich meine Berufung erfüllt. So. Mhm. Kam dann auf mich zu. Ich denke, dass das mit dem Energiefeld, was du kreierst um dich herum, zu tun hat, weil da kommt ja das andere dann in Resonanz. Also das Außen der Resonanz kommt ganz genau. Ja, ganz genau. Also wenn du immer denkst, oh, mir geht's so schlecht und so, kann es dir gar nicht besser gehen, weil du ziehst das ja an. Richtig. Die geistige Welt will ja nichts anderes, als dass du glücklich bist. Das heißt, wenn du immer sagst, mir geht so schlecht, dann möchte die das ja auch, weil du sagst ja. Ja, wünschen sich. Dann ist es auch schizophren, aber es ist halt so. Eigentlich ist es sowas Einfaches, aber solche einfachen Sachen lernen wir halt leider nicht in der Schule. Und ich glaube, die Welt würde ganz anders aussehen, wenn man als kleines Kind in der Schule gelernt wird, oder man es lernt, dass es gewisse Gesetze gibt, dass das, was du denkst und deine Einstellung, deine Überzeugung, dass das auch zurückkommt, ein Resonanzfeld gibt und du dann auch das oder jenes anziehst. Da gibt es ja auch die hermetischen Gesetze, ist auch noch spannend, die kosmischen zu schauen. Ja, genau. Wir machen ganz mal kurz eine Pause. Jetzt erzählt uns die Lilo, wie sie dann durch ihre Krankheit zu ihrer Berufung gekommen ist, dass sie jetzt heute einfach erfüllt und glücklich ist. Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was passiert ist, aber ich habe nach guten Sachen gesucht. Und per Zufall, ich habe immer den Norbert Brackenbauer geschaut, seine Sendung, gell? Und per Zufall habe ich dann den Andreas Schaufurt gesehen, ja, mit seinen Kuhhornblättchen und so, und habe mir gedacht, weil er hatte da einen Vortrag und habe gedacht, den muss ich mal sehen. Ich muss mal schauen, ob das wirklich stimmt, was der so erzählt, gell? Und bin dann mit meiner Freundin dahin und er hat dann mit den Kuhhornblättchen, mit den afrikanischen Kuhhornblättchen, das sind ganz eine andere Energie, das ist eine andere Sache, und hat da gearbeitet, so große, stämmige Männer, weißt du, getestet mit dem tollen Muskelfest, ja, die sind umgefallen, er hat so Abfallprodukt, Kuhhornblättchen unter die Schuhe gemacht, also so dicke Sohlen unter die Schuhe, und der Mann ist gestanden wie ein Fels, gell? Und ich dachte, wow, tolle Sache. Dann hatte er Armbänder aus Kuhhorn und die habe ich natürlich gekauft und das gleiche auch für den Fuß. Und die waren aber was, das ist Afrika, so eine, nein, das ist das, was ich mache. Das ist das eine, das ist was, ja, ja, genau. Da habe ich auch was dazu. Und ich habe mir dann die Kuhhorn Armbänder und Fußbänder gekauft. Und die haben aber immer so gezwickt, weil die Ecken sind so scharf. Und die habe ich dann abgeschliffen und dann habe ich gedacht, ich mache selber welche. Weil ich wollte diese Art nicht, ich wollte eine andere Art. Kein eigenes. Hab dann Kuhhornblättchen gekauft von ihm, so die großen, und habe angefangen, das Zeug zu schneiden und habe da so Kuhhornarmbänder gemacht. Und die Resten, die es gibt, weißt du, so den Staub und so, habe ich gedacht, das ist so kostbar, ich kann das nicht wegschmeißen.
Und wenn ich dann diesen Staub habe, also ich habe den Staubsauger genommen, weißt du, und habe das im Sack gesammelt und so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wenn ich den Staub schon verarbeite in Schmuck rein, das war schon mein Gedanke, ich habe nie Schmuck getragen, jahrelang nicht so. Ja, nie was mir wirklich zugesagt hat, weißt du. Und dann habe ich gedacht, wenn schon Schmuck, dann muss er auch was für die Gesundheit sein. Mhm. Ja. Und dann habe ich angefangen in Holz, das ist so Holzstaub, dieses Kuhhorn, diese Kuhhornstaubreste rein zu verarbeiten und habe dann noch Negativionen, Infrarotpulver reingehauen und so. Also sind alles Pulverchen, was gute genau, was ein Feld erzeugt für den Körper, was er gut gebrauchen kann. Ja. Also die Negativionen sind ja dafür da, dass sie negativ und positiv Ionen ausgleichen. Also es kommt Bewegung rein. Es wird ausgeglichen. Also wenn du jetzt harmonisiert mit Handy oder Elektrosmog zu tun hast, Computerarbeiten und so, dann werden die Negativionen zu Positivionen. Das ist nicht gut. Und wenn du die Ketten trägst oder dieser Schmuck trägst, dann wird das sofort ausgeglichen. Ja. Ja. Und dann habe ich angefangen, zuerst hatte es nicht so viel drin, 1700 Negativionen pro Kubikzentimeter, das kann ich messen mit einem Gerät, und hat aber trotzdem gewirkt auf den mikrozellulären Blutfluss. Ja. Also was genau passiert, weiß ich nicht wirklich. Mir hat eine Professorin gesagt, eine 67-jährige Professorin, dass es wirkt auf das Herz, direkt aufs Herz, es stärkt das Herz unter anderem. Und sie hatte einen Jungen, also sie arbeitet noch, und sie hat einen Jungen, PSADS, gell? Ja. Der kam in die Praxis und der hat, ich habe ihr so Mistelchen, Teilchen gegeben, Rohlinge, und die hat sie mit einem Arzt, hat sie die geteilt, damit beide austesten konnten. Ja, und sie hat unabhängig. Unabhängig voneinander, und sie hatte so einen halben Rohling auf ihrem Arbeitstisch liegen. Der Junge kommt rein, weißt du, so, sieht diesen Rolling, packt den, setzt sich hin und ist augenblicklich ruhig. Und sie hat gesagt, gibt's nicht, ist noch nie passiert. Gell? Und sie wollte dann mehr wissen darüber. Okay. Gell? Und dann hat sie auch weiter ausgetestet und hat gemerkt, es wirkt direkt aufs Herz. Mhm. Also das, was du herstellst, ist das, was ich hier herstelle, genau. Habe es dann auch weiterentwickelt, habe jetzt die Agnihotra-Asche, also die Asche, die mit, wie nennt man das? Eine Feuerzeremonie gemacht, also Google mal Homahof, ja, bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, und dann singst du ein Mantra. Googelt Homahof, ist absolut interessant. Ich schreibe es dann noch rein. Genau. Mit dem arbeite ich noch, und dann wird das Wasser auch umgeschwungen, gutes Wasser, das ich rein tue und. Also es entwickelt sich immer mehr. Geschäftsgeheimnis. Ich sage auch nichts von den Rängen. Also ich habe jetzt die Erfahrung selbst gemacht, es gibt ja einen ganz tollen Test, wie nennt sich dieser Test? Muskeltest, aber nicht den Kinesiologietest. Ich habe den bei mir auf der Webseite, zeige ich auch, wie ich den Schmuck mache und mit dem Test. Das werde ich auch noch unten einführen, angeben, was auch immer. Auf jeden Fall haben wir diesen Muskeltest gemacht, ich hatte zuerst keine Kette an und du hast einen Test gemacht und ich bin recht schnell eingeknickt und dann habe ich diese Kette angezogen und zuerst war es in der Hand, dann war es schon besser, dann beim zentralen Nervensystem hingelegt und dann war es extrem stark. Genau. Und, und ich habe sie geschenkt bekommen. Ich fühle mich jetzt wirklich schon, es ist ein Unterschied da und ich kann es nur empfehlen, mal auf diese Seite zu gehen oder sich austesten zu lassen. Das ist auch was ganz Spannendes. Sie hat mich auf diverse Sachen ausgetestet und ich habe bemerkt, dass viele Sachen eigentlich nicht gut sind für mich, obwohl ich sie mag. Und jetzt geht es halt ein bisschen darum, das ein bisschen anzugucken, denn man bleibt in einem sauren Milieu, auch wenn man eine Therapie macht, aber wenn man die sauren Ernährung, also das Sauren, was sich nicht basisch ernährt, hilft das meist nicht so viel. Genau. Und was auch noch spannend ist, man hat ja so die
Gelüste, weißt du, oh, ja, Süchte und so, genau. Also wichtig ist noch, woher kommen die überhaupt? Das war gerade auch noch, genau. Das muss man auch noch. Weil die Parasiten, die können einem wirklich ins Hirn eindringen mit den Gedanken und die machen das, damit wir diese Ware zu uns nehmen, das habe ich damit der Körper wieder übersäuert ist, weil die sind sowas von clever. Das ist mir ganz vor kurzem, vor ein paar Tagen habe ich mir überlegt, weil ich wurde oft konfrontiert mit schwarzer Magie, ich wurde gefragt, ob ich mich auskenne mit schwarzer Magie oder es gibt Menschen, die das Gefühl, sie werden gesteuert. Und ich habe das Gefühl, das kommt nicht von außen, sondern es sind die Parasiten, die möchten, dass du dich weiter sauer ernährst oder weiterhin Alkohol trinkst, weiterhin rauchst und so. Ich glaube, da komme ich langsam auf den Punkt. Also es gibt natürlich auch solche Kräfte von außen, weißt du, die uns steuern. Na gut, das gibt es natürlich. Das wäre wieder ein anderes Thema, da können wir auch mal eine Sendung dazu machen. Haben wir das? Ja, genau. Du hast bist noch an der Gesundheitsmesse. Ja. Habe ich dich unterbrochen? Nein. Das ist deine Berufung jetzt, du arbeitest du? Ja, und das macht total Spaß. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn man mit Menschen arbeiten kann, im Gesundheitsbereich. Du hast noch erzählt, Ende des Monats ist eine Messe. Die Gesundheitsmesse in Langenthal, genau, werde ich für 3 Tage das. Was? 25. bis 27. September, Gesundheitsmesse Langenthal. Hat die einen Namen oder heißt es Gesundheitsmesse? Gesundheitsmesse, genau. Langenthal und dann bin ich noch in Rapperswil-Jona, aber ich weiß nicht genau, wann das ist. Also ich finde man auch auf der Seite. Ja, genau. Gut. Und sie hat noch gratis abzugeben, Eintrittskarten für diese Gesundheitsmesse. Wie wollen wir das machen? Soll man sich da bei dir telefonisch melden? Genau. Über die Webseite, die ich eingebe oder so. Ich habe so einen Stoß noch vielleicht etwa 20 Karten abzugeben. Eine für mich reservieren. Ja, gut. Muss man so gucken. Ja, aber cool. Ja, dann werde ich die Nummer einschreiben und ich bedanke mich ganz herzlich für diese wertvollen Informationen. Nehmt euch bitte etwas daraus. Es ist immer das Blut, was uns schwächt. Oder das kann man so global sagen. Unser Blut ist ja, das ist wie das Benzin fürs Auto. Ist es Blut? Und es muss natürlich rein sein und gut sein, damit das Pferd ein schlechtes Benzin kann und dich auch nicht so hinfahren als ein Auto. Ja. Oder was noch wichtig ist, das Wasser, das wir zu uns nehmen. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja, also, ich habe vorhin gerade einen Test gemacht mit dem Wasser. Ja, da gibt es dann dieses, die Sendung muss ich dann schon bald machen. Wasser. Messen mit ppm, Particles per Mils. Das ist ja ganz spannend. Das wäre eine ganz spannende Sendung. Denn das Wasser, das wir trinken, das kann uns nicht sehr reinigen, wenn das Wasser selbst schon nicht rein ist. Genau. Also ganz eine logische Sache. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lino, herzlichen Dank, dass du da warst. Tschüss. Tschüss.